Hallo, Ralf Tütütek hier mit einem neuen Video. Ja, ich habe mir überlegt, eine neue Overview zu machen. Stand August jetzt, also weil in meinem DVD-Regal im Wohnzimmer, da sind ein paar neue Titel dazugekommen und ich habe da ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe hier im Wohnzimmer Filme stehen und nebenan in meinem Büro bzw. Mediazimmer nenne ich das auch manchmal. Da stehen auch noch Filme. Also da stehen halt meine Fantasy-Filme und Martial Arts-Filme und Jackie Chan-Filme und sowas alles. Und das seht ihr aber in einem anderen Video. Ich zeige euch erstmal die beiden DVD-Regale hier im Wohnzimmer. Dafür muss ich das Video erstmal stoppen und dann kommt gleich meine Overview. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, los geht's mit einem Film aus den 30er Jahren. Die Abenteuer des Robin Hood mit Errol Flynn und Olivia de Havilland. Dann habe ich den Fahrstuhl-Thriller Abwärts mit Götz George und Hannes Jennecke. Da habe ich einen Film von James Cameron, The Abyss. Dann habe ich einen Abenteuerfilm mit Humphrey Bogart und Catherine Hepburn, African Queen. Da habe ich den Western Alamo. Dann habe ich die Komödie America's Sweethearts. Dann habe ich das Drama, Gerichtsfilm Anatomie eines Falls. Dann habe ich die Spieleverfilmung Assassin's Creed. Dann habe ich hier einen Film mit Sylvester Stallone und Antonio Banderas, Assassins, The Killer. Ich habe einen Film mit Taylor Lautner, Atemlos, Gefährliche Wahrheit. Ich habe einen Drama mit Val Kilmer und Mira Sorvino, Auf den ersten Blick. Ich habe das Road Movie Born to be Wild zaubermäßig unterwegs. Ich habe eine Komödie mit Jim Carrey, Bruce Allmächtig. Ich habe einen Thriller mit Ryan Reynolds, Buried, lebend begraben. Ich habe einen Film mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks, Catch Me If You Can. Und den Krimi Charade mit Cary Grant. So, dann geht's einmal hier weiter. Hier habe ich den Film Con Air. Ah, komm schon raus. Ich habe hier den Film The Day After Tomorrow von Roland Emmerich. Und dann, Moment, und dann kommen meine ganzen Django-Filme. Einmal der erste Django-Film mit Franco Nero. Dann die Fortsetzung, Django der Rächer, ebenfalls mit Franco Nero. Dann habe ich den Film Django und die Bande der Gehängten. Auf der zweiten DVD ist die Comedy-Version. Die heißt Joe der Galgenvogel, aber das habe ich noch nicht gesehen. Dann habe ich hier Django und Sultana, die tödlichen zwei. Dann diesen Django-Film mit George Hilton, Django Melodie in Bly. Dann habe ich hier Django Kreuz im blutigen Sand. Dann habe ich hier Django kennt kein Erbarmen. Und noch ein Django-Film mit George Hilton. Django, ein Sack voll Blut. Ich habe hier den Film Don't Worry, Darling. Einen alten Dracula-Film mit Bela Lugosi. Dann habe ich das Kriegsdrama Dresden.
Sag mal, der. Ich habe den Außenweltsklassiker Der dritte Mann. Ich habe die Komödie 30 über Nacht mit Jennifer Garner. Und ich habe den Western El Dorado. So, dann geht's hier weiter. Ich habe hier die Komödie E-Mail für dich. Ich habe hier einen Film mit Julia Roberts und Campbell Scott, Entscheidung aus Liebe. Da habe ich noch einen Film mit Julia Roberts hier stehen. Erin Brockovich. Ich habe den Arnold Schwarzenegger Film Eraser. Ich habe das Fantasy-Drama Everything Everywhere All at Once. Ich habe die Romanverfilmung Fahrenheit 451. Ich habe die Spieleverfilmung Far Cry mit Til Schweiger. Ich habe hier Fast Furious, neues Modell, Originalteile, das ist der Teil 4. Dann habe ich hier Fast Furious 5. Und ich habe Fast Furious 6. Da habe ich hier den Bud Spencer Western, Eine Faust geht nach Westen. Das Drama Einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Den Animationsfilm Findet Nemo. Den Tierthriller von Mikula. Dann habe ich hier den Film Frühstück bei Tiffany. Und den Antikriegsfilm von Metal Jacket. So. So, dann geht's einmal hier weiter. Ich habe hier den Film Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Ich habe den Western Geier kennen keiner Bam. Ich habe den Western-Klassiker Die glorreichen Sieben. Ich habe den Film Hackers. Ich habe den Clint Eastwood-Western Hängt in Hör. Ich habe den Thriller Heat mit Al Pacino, Robert De Niro und Val Kilmer. Ich habe das Drama Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit mit Ingrid Bergman und Kurt Jürgens. Ich habe mit Will Smith die Komödie Hitch, der Date-Doktor. Ich habe den Animationsfilm Horton hört ein Hu. Ich habe einen alten Western mit Bud Spencer und Terence Hill, Hügel der blutigen Stiefel. Ich habe das Drama Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Ich habe die Komödie Im Dutzend billiger. Ich habe den Thriller Im Netz der Spinne. Ich habe den Abenteuerfilm Im Zeichen des Zorro. Ich habe das Heist-Movie Inside Man. Und ich habe das Sportdrama Al Tonya. Das ist einmal der. So. Kleiner Blick. So, dann geht es hier weiter mit dem Zeichentrickfilm Josef, König der Träume. Das ist einmal der. Die Actionkomödie Keine halben Sachen mit Bruce Willis und Missy Perry. Die Til Schweiger-Komödie Keine Hasen. Den King Kong-Film aus den 30er Jahren, King Kong und die weiße Frau. Und den King Kong-Film aus den 70er Jahren, der einfach nur King Kong heißt. Dann habe ich hier das Drama The King's Speech. Den Science-Fiction-Film Die Klapperschlange mit Kurt Russell. Noch ein Film mit Til Schweiger, Coco Vey. Den Abenteuerfilm, Historienfilm, Königreich der Himmel.
den Tierthriller Die Krähen. Da habe ich hier den Animationsfilm Kung Fu Panda. Den Tom Cruise Film Last Samurai. Also das ist ein Drama-Historien-Film. Da habe ich einen Western mit Klaus Kinski und Jean-Louis Trintignant, oder wie der heißt. Leichenpflaster an seinem Weg. Da habe ich den Zeitreisefilm Der letzte Countdown mit Kirk Douglas und Martin Sheen. Dann habe ich den Western Der letzte Mohikaner mit Daniel Day-Lewis. Und ich habe einen Western mit Dustin Hoffman, Little Big Man. Aber jetzt muss ich das Video erstmal kurz stoppen und dann geht's gleich weiter. So, hier geht's weiter mit der Komödie. Moment. Ah ja, wo geht's auch raus? Eine Komödie, Lizenz zum Heiraten. Dann habe ich hier das Historienfilm Luther. Dann habe ich hier den Western Der Mann der Liberty Valence Schoss. Ich habe hier die Komödie Männerzirkus. Ich habe das Drama Komödie Marley und ich. Ich habe den Western Der Marshall. Ich habe hier einen Film mit Nicolas Cage, Massive Talent. Dann wieder ein Western mit McClintock. Und ein Western mit Terence Hill und Henry Fonda. Mein Name ist Nobody. Dann habe ich den Film Memento. Ich habe den Stummfilm Metropolis. Ich habe den Film Miami Vice mit Colin Farrell und Jamie Foxx. Ich habe die Actionkomödie Mr. und Mrs. Smith mit Angelina Jolie und Brad Pitt. Ich habe den Western mit Dynamit und frommen Sprüchen. Ich habe die Komödie My Big Fat Greek Wedding. Und ich habe den Thriller Die Nadel. So. Und dann? So, Moment, ich muss das mal die Kamera richtig ausrichten. So. Kleiner Anblick, geht gleich weiter. So. Ich habe hier komm schon raus. Ich habe hier den Film No Country for Old Men. Da habe ich noch einen Stummfilm. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Ich habe einen Science-Fiction-Film mit Tom Cruise und Morgan Freeman, Oblivion. Ich habe hier einen Actionfilm, Operation Broken Arrow. Ich habe hier den Western Pale Rider, der namenlose Reiter. Ich habe den Mel Gibson Actionfilm Payback Zeitag. Ich habe den Film Paycheck, die Abrechnung. Ich habe den Film Plötzlich Prinzessin. Ich habe den Arnold Schwarzenegger Film Predator. Ich habe den Film Rain Man mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. Ich habe den Western Die rechte und die linke Hand des Teufels. Ich habe den Thriller Red Eye. Ich habe den Western Rio Bravo. Ich habe den Western Rivalen unter roter Sonne mit Toshiro Mifune und Charles Bronson. Da habe ich hier das Mediabook. Oh, kommt schon raus. Dann habe ich hier das Mediabook
Die Schlangengrube und das Pendeln mit Lex Barker, Karin Dorr und Christopher Lee. Und ich habe einen Western hier aus den 90er Jahren, ist er, glaube ich. Schneller als der Tod. Genau. Jetzt möchte ich das Video nochmal stoppen, weil es rüber geht zum nächsten Regal. Einen Moment. So, dann geht es hier in meinem zweiten Regal weiter. Mit dem Film Sherlock Holmes. Dann habe ich hier den Leonardo DiCaprio-Film Shutter Island. Ich habe hier die Bud Spencer-Komödie, sie nannten die Mücke. Ich habe hier den Western Silverado. Ich habe den Film 16 Blocks. Ich habe das Jugendtrauma Sonne und Beton. Ich habe den Charlton Heston Film Soylent Green, Jahr 2022, die überleben wollen. Da habe ich hier so ein kleines Mediabook von Spielen wir das Lied vom Tod. Dann habe ich hier Starsky und Hutch mit Ben Stiller und Owen Wilson. Ich habe hier den Actionfilm SWAT, die Spezialeinheit. Ich habe hier die Komödie Sweet Home Alabama mit Reese Witherspoon. Ich habe den Roman Polanski-Film Tanz der Vampire. Ich habe den Feel-Good-Weihnachtsfilm Tatsächlich Liebe. Ich habe hier Terminator, der erste, die ungeschnittene Fassung. Und ich habe hier Terminator 2, Tag der Abrechnung. Ich habe das Drama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das ist einmal der. So, dann habe ich hier den Science-Fiction-Zeichentrickfilm Titan AE. Ah, ich weiß nicht, wie das auf Englisch ausgesprochen wird. Ich spreche das immer auf Deutsch aus. So, dann habe ich ein Western mit Juliana Gemma und Lee Van Cleef, Der Tod tritt dienstags. Dann habe ich den Western Todeszug nach Yuma mit Russell Crowe und Christian Bale. Da habe ich den Alfred Hitchcock-Film Topaz. Sag mal diese DVD. Dann habe ich den Film Traffic, die Macht des Kartells. Dann habe ich die Komödie Traumschiff Surprise, Periode 1. Ich habe die Komödie 27 Dresses. Ich habe den Film Über den Dächern von Nizza mit Cary Grant und Grace Kelly. Ich habe die Komödie Und dann kam Polly mit Ben Stiller und Jennifer Aniston. Ich habe hier den Thriller Der unsichtbare Dritte. Ich habe den Antikriegsfilm Verdammt in alle Ewigkeit. Ich habe den Bergsteiger Actionfilm Vertical Limit. Das war übrigens meine erste DVD, die ich mir geholt habe. Ich habe den Alfred Hitchcock-Film Vertigo mit James Stewart und Kim Novak. Kleiner Augenblick, ich muss ja gerade was ändern. Genau, so passt das wieder. Ich habe hier vier Fäuste für ein Halleluja. Und vier für ein Ave Maria. Dann habe ich hier den Film Weiß, der zweite Mann mit Christian Bale. So. Dann habe ich hier das Drama The Virgin Suicides. Das ist einmal der. Da habe ich noch einen Alfred Hitchcock-Film. Vögel.
habe die Komödie Was nicht passt, wird passend gemacht. Ist einmal der. Ich habe die Romanze Was das Herz begehrt mit Jack Nicholson und Diane Keaton. Ich habe die Komödie War the Man mit Matthias Schweighöfer. Ich habe die Romanze Drama Wie ein einziger Tag. Ich habe die Komödie Wie werde ich ihn los in 10 Tagen. Ich habe hier die Komödie Willkommen bei den Hartmanns. Ich habe die Komödie Wo die Liebe hinfällt. Ich habe die Komödie Die Wutprobe mit Adam Sandler und Jack Nicholson. Ich habe hier den Western Young Guns. Ich habe die Romanverfilmung Die Zeitmaschine. Ich habe hier den Film Zorro, der schwarze Rächer. Dann habe ich noch eine Komödie mit Til Schweiger, Zweierküken. Dann den Science-Fiction-Kultfilm 2001, Odyssee im Weltraum. Und 12 Uhr mittags, High Noon mit mit Gary Cooper und Grace Kelly, genau. Ja gut, das ist mein Overview über meine DVDs im Wohnzimmer. Das war's mit dem Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.